Leute, ich bin Flaschor, willkommen zu Let's Play 4. Wir haben die Aufgabe, uns mit der Geisel, dem Elders Bishop und dem Douglas Holiday, dem Sprengstoffexperten, auf dem Dach zu treffen. Wie ihr seht, haben wir nur noch ein oder zwei Stöcke vor uns, bevor wir auf dem Dach sind. Darum machen wir das auch direkt mal und gehen hier weiter. Da sind noch mehr Gegner. Aufpassen. Da ist er. Den hauen wir mal direkt weg, so. Sehr gut. Da ist noch einer. Mal schön in den Kopf schießen. Denn ich hab gerade im... Stimmt, ihr könnt mich nicht aufhalten, weil ihr Noob seid. Ich hab gerade im Ladebildschirm gelesen, dass Kopftreffer zusätzlich Schaden machen. Aber das haben wir ja auch sowieso schon gewusst. Aber da stand auch noch, dass ahnungslose Feinde auch zusätzlich Schaden bekommen. Und, das habe ich mich ja sowieso schon gewundert, dass die Gegner... Ups. Dass die Gegner meistens immer, wenn sie uns nicht sehen, so schnell kaputt gehen und sonst irgendwie total viel aushalten. Und da habe ich dann die Bestätigung halt gerade gekriegt, dass ahnungslose Feinde dann einfach viel schneller sterben. Warum auch immer, keine Ahnung, warum man, wenn man nicht weiß, dass man beschossen wird, einfach mehr Treffer aus einer Waffe aushält. Das macht irgendwie keinen Sinn. Aber ist auch egal. Ist auf jeden Fall so. Hier werden wir noch ein bisschen aufgeladen. Granaten haben wir voll. Wir haben jetzt hier auch mehrere Wege. Entweder wieder darum. Ich gucke erstmal hier hinter. Nicht, dass hier irgendwas ist. Ach so. Okay. Ne, hier ist doch gar kein Weg. Ich dachte erst, oder? Doch, da geht's lang. Ich gehe aber erstmal da hinten, hinten rechts. Denn bei mir ist es so, ich habe mir jetzt im Laufe meiner Zockjahre irgendwie angewöhnt, wenn ich irgendein Spiel habe, was nicht total linear ist und es gibt mehrere Wege, gehe ich einfach immer rechts rum, einfach immer an der rechten Wand entlang. Das ist auch bei Labyrinthen total cool, wenn ihr mal in einem Labyrinth seid oder so, einfach immer an der rechten Wand entlang gehen und immer nur der rechten Wand folgen. Dann kommt ihr früher oder später am Ziel an. Das klappt nicht immer. Es gibt ein paar Sonderfälle, wo die Taktik nicht klappt. Das habe ich bei Diablo gemerkt, weil bei Diablo, da waren die Level ja wirklich im Total gar nicht linear, wenn man irgendwie in einem Dungeon bei Diablo war. Und da gab es ein paar Sonderfälle, wo man dann nicht zum Ziel kam. Ein Sprecher der Firma räumte ein, dass viele Angestellte sich zum Zeitpunkt des Vorfalls noch im Betrieb aufhielten. Über das Befinden der Betroffenen wurde nichts bekannt. Seit ihrer Gründung 1964 gehört die Armacom Technology Corporation mit einem Umsatz von rund 8 Milliarden Dollar und fast 60.000 Angestellten zu den größten Rüstungskonzernen des Landes. Der Konzern hat sich auf Satellitentechnologie, Bodenkommunikation und hochentwickelte Waffensysteme spezialisiert. Aha. Hier haben wir jetzt mal ein bisschen was über Armacom selbst erfahren. Ein paar Informationen, was Armacom überhaupt ist, also ein Rüstungskonzern, einer der weltweit größten Rüstungskonzerne halt, und hat sich auf Hightech spezialisiert, also Satelliten, Technologie, Bodenkommunikation und Waffensysteme. Naja, aber wussten wir ja so mehr oder weniger schon von dem, was wir bisher mitgekriegt haben. Hier mit Project Perseus und sowas müssen die halt eigentlich ein Hightech-Rüstungskonzern sein. Naja, wo war ich gerade? Genau, es gibt Sonderfälle, wo die Taktik, wo man... Ist der Fahrstuhl jetzt gerade einfach zugegangen? Mist. Wir wollen doch eigentlich aufs Dach. Naja, ja genau, wo die Taktik einfach immer rechts rumgehen, nicht funzt. Wir hören hier auch den Hubschrauber, der ist hier. Und darum werde ich jetzt auch mal, wenn hier schon ein Scharfschützengewehr liegt, dann heißt das auch irgendwas. Darum werde ich jetzt auch mal das Scharfschützengewehr nehmen. Ich habe die Shotgun in die Wand abgelegt. Naja, egal. Da ist der Hubschrauber und die werden beschossen. Ach du Scheiße. Bishop ist getroffen. Ach du Scheiße. Oh, guck mal, Armacom, Leute. Oh, Scheiße, sie schießen auf uns. Ey, was soll das denn? Man hoffe, ich kümmere mich darum.
Ach du Scheiße, hab das jetzt gesehen? Da war unser E-Werk-Hubschrauber. Und hier ist ATC, Sicherheitspersonal, also von Armekim. Und ich dachte eigentlich, das sind unsere Freunde. Und jetzt haben die einfach den Bishop abgeknallt. Ja. Gut. Das könnte jetzt natürlich mehrere Dinge bedeuten. Entweder die wussten nicht, dass wir die Guten sind und haben aus Versehen geschossen. Also, dass es einfach Friendly Fire war, aus Versehen. Oder die haben gezielt auf uns geschossen und den Bishop umgebracht. Das kann natürlich auch sein. Aber ich wüsste nicht, warum die den abknallen sollten. Das Gute ist, Ich hab was die gehört. ATC-Arschgeigen, die scheinen nicht so viel auszuhalten. Da oben. Aber gut, das ist doch klar, dass die nicht so viel aushalten. Das sind ja nicht solche Supersoldaten wie die Replikasoldaten und halten deswegen wahrscheinlich nicht so viel aus. Er ist hier Wo? drüben. Ich höre hier ganz nah eine Stimme. Ach da. Da war er. Okay, also wir müssen jetzt echt hier gegen ATC-Personal kämpfen, wo ich eigentlich immer dachte, das wären echt die Guten, die auf unserer Seite sind. Ich hab mich gerade schon gefreut, als ich die hier gesehen habe, habe mir gedacht, ey cool, jetzt freuen, jetzt kriegen wir hier wieder so ein Team, womit wir uns jetzt durch die Gegner schlachten dürfen. Aber Arschlecken, ey, stimmt überhaupt nicht. Die sind jetzt auch unsere Feinde. Krass. Und die scheinen, wie gerade auch dieser Bishop gesagt hat, gezielt auf... Nicht Bishop, der Holiday, die scheinen gezielt auf Aldous Bishop geschossen zu haben, um ihn umzubringen, weil er hat gesagt, weil sie ihm nicht glauben, dass er die Klappe halten kann. Also so wie es aussieht, scheint der Aldous Bishop Informationen gehabt zu haben, die er nicht rausrücken sollte, also die geheim bleiben sollen. Und ATC versucht hier wirklich mit allen Mitteln wirklich dafür zu sorgen, dass diese Informationen auch wirklich geheim bleiben, dass sie sogar uns, also die Guten, das Vier-Team, die ja von der Regierung geschickt wurden, dass sie uns sogar angreifen und uns eliminieren wollen, nur damit die Informationen geheim bleiben. Das ist echt krass. Naja. Oh, da oben ist gerade eine Tür aufgegangen. Er ist hier! Oh, da kommen noch welche. Scheiße, scheiße, scheiße. Achtung, Granate! Muss ich ein bisschen mit Taktik spielen. Damit ich hier nicht überrascht werde. Ich sehe ihn. Gut, hier sind ganz viele. Ich sehe gerade leider nichts, aber der ist hier noch. Wo? Steht auf einmal vor mir. Jetzt habe ich gerade ein bisschen wenig gesehen. Das liegt aber zum Teil auch daran, dass gerade die Sonne voll in mein Zimmer scheint. Und anstatt dass ich nicht das Spiel sehe, sondern mich selbst, ich spiegel mich so extrem in meinem eigenen Bildschirm, dass ich hier gerade überhaupt nichts sehe. Darum habe ich auch den einen Typen, der sich da jetzt gerade rübergerollt hat, erst nicht gesehen. Aber es hat ja dann doch noch geklappt. Ich hoffe, die sind jetzt alle tot. Naja. Hier, irgendwie eine ganz schön blöde Wendung, dass wir jetzt hier auch sogar gegen ATC-Leute kämpfen müssen. Also, es werden im Prinzip immer mehr Feinde. Nicht nur Replika, sondern jetzt auch ATC-Personal, die hier gegen uns kämpfen und uns versuchen aufzuhalten, weil wir wahrscheinlich jetzt mittlerweile auch schon viel zu viele Informationen haben. Wird gemacht. Jetzt habe ich irgendwas über Alice Wade gehört. Der weiß wieder nicht Bescheid und geht deswegen direkt tot. Sehr gut. Nee, nicht alles klar. Da ist einer. Nein! Wow. Das wäre fast in die Hose gegangen mit der Granate da. Hier lang. Aua. Ach, da oben. Helft mir! Nein. Selbst schuld, wenn du dich mit einem Vierkampfeinsatzagenten anlegst. Was erwartest du denn von einem perfekt ausgebildeten Spezialkommando, dass hier so ein paar 0815 Sicherheitsleute uns aufhalten können? Jetzt bin ich natürlich, frage ich mich natürlich, wer hier überhaupt diese Leute befehligt und denen den Befehl gegeben hat, uns anzugreifen.
Ich kann eigentlich wieder die Shotgun nehmen, weil die ASP-Knarre hier ist eh fast alle. Ich frage mich echt, wer die Leute geschickt hat. Ob das generell Armekim ist oder ob da irgendeine bestimmte Person bei Armekim sozusagen am Drücker sitzt und denen gesagt hat, das jetzt zu machen. Vielleicht war das ja sogar Alice Wade, ich habe keine Ahnung. Die ja zusammen mit diesem Eldest Bishop in einem Team war und natürlich auch weiß, wer Eldest Bishop ist und was der für Informationen hat. Vielleicht will sie ihn aufhalten, keine Ahnung. Könnte natürlich sein, dass das Alice war, die hier die ATC, sich das Sicherheitspersonal beauftragt hat, ihn auszulöschen bzw. zu eliminieren. Aber das werden wir bestimmt noch rausfinden. Wir haben das ja hier gerade erst erfahren, dass das ATC böse ist und uns aufhalten will. Von daher werden wir im Laufe des Spiels bestimmt noch die Informationen kriegen, wer hier dafür verantwortlich ist. So, wir gehen aber erstmal weiter. Kriegen hier nochmal... So, jetzt sind wir wieder voll, sehr gut, wir sind wieder komplett aufgeladen. Und das Blöde ist natürlich, dass wir jetzt auch nicht mal Achso, jetzt sind wir hier oben. Das Blöde ist natürlich, dass wir jetzt nicht mal geschafft haben, mit diesem blöden Evac-Hubschrauber hier wegzukommen, sonst wären wir jetzt nämlich weg. Aber so sind wir jetzt noch weiter in diesem Hauptquartier hier. Und, keine Ahnung, ich habe jetzt hier ja eigentlich alle ATC-Leute getötet. Jetzt könnte theoretisch eigentlich der Hubschrauber wiederkommen und mich abholen, aber irgendwie macht er das nicht. Darum müssen wir wahrscheinlich jetzt hier noch weitermachen. Ich hatte eigentlich schon gedacht, wir kommen jetzt ins nächste Level sozusagen. Nachdem ja das erste Level im der Hafen war. Und, oh, das hier jetzt das zweite Level, dachte ich eigentlich, jetzt kommt das dritte Level, aber so wie es aussieht, geht es hier im ATC-Hauptquartier noch weiter. Aber ist ja nicht so schlimm. Die ATC-Leute sind irgendwie Noobs, die halten überhaupt nichts aus, das ist ziemlich cool. Aber dafür gibt es von dem einfach viel mehr, während Replika-Soldaten kommen immer nur so 2, 3, die tötet man dann. Und dann kommt wieder nichts, dann geht man in den nächsten Raum, dann sind da wieder 2, 3 und von diesen ATC-Leuten sind ein paar mehr da. Was da eigentlich Wurst? Oh. Hi. Er ist hier drüben. Na und? Oh. Cool. Das war cool. Das wollte ich eigentlich nicht, das wusste ich auch nicht, dass diese, dieses Ding da, diese Stromscheiße da hinten, dass die explodieren kann. Auf jeden Fall habe ich so den ATC-Typen umgebracht. Das war cool. So, was haben wir hier noch? Jedes Mal, wenn ich sowas Blaues sehe, irgendwas Blaues leuchten, auch irgendwelche Laptops, die an sind und die haben dieses blaue Hintergrundbild und ich sehe irgendwas Blaues, denke ich immer, da ist ein Health-Booster, aber leider ist es das nie. Naja, egal, so. Wir müssen jetzt hier, glaube ich, runter und nach Möglichkeit so, dass wir nicht sterben. Nämlich so, genau. Oh fuck. Ich verliere Ihr Signal. Wenigstens ins Wasser gefallen. Wo sind wir überhaupt? Ja, erstmal hier raus wieder. So. Gut, irgendwie habe ich mir das schon fast gedacht, weil nämlich, als ich da oben auf dem Rohr stand, da habe ich nirgendwo was gesehen, wie ich da auf die Seite gekommen wäre, wo die ATC-Leute standen. Also irgendwie war da gar nichts, wie ich da wieder von dem Rohr weggekommen wäre. Darum habe ich mir schon gedacht, dass jetzt gleich irgendwas passieren muss. Gut, das kam dann doch ein bisschen plötzlich, als das Rohr abgestürzt ist, aber irgendwie habe ich es mir schon fast gedacht, dass sowas passiert. Wir sind jetzt auf jeden Fall wieder total irgendwo ganz tief drin im Arsch von diesem blöden Hauptquartier. Das ist wahrscheinlich der nächste Abschnitt, uns wieder von ganz unten nach oben durcharbeiten. Das kennen wir ja bereits. Naja. So, was haben wir hier? Was? Really? Ach, da konnte man gerade was sehen. Ich glaube, da stand Alma. Ich habe es jetzt gerade gar nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, wie sich da wieder irgendwas aufgelöst hat, diesen schwarzen Rauch. Da stand bestimmt gerade Alma. Nehmen wir auf jeden Fall einen Reflexbooster. Da wollen wir ran. Darum müssen wir das hier mal aufmachen. So. Oh, fuck. Oh, scheiße. Ich renne. Uah! Okay. Jetzt ist das einfach explodiert. Warum auch immer.
Wir gehen da nochmal hin und gucken uns das mal an. Ach so, ich glaube, ich weiß, was da passiert ist. Hier ist nämlich die ganze Zeit Gas ausgetreten und als ich hier das Schloss aufgemacht habe, ist wahrscheinlich irgendwie ein Funke oder sowas übergesprungen und dann ist das hier explodiert. Und dann bin ich noch ganz schnell vor dem Feuer weggerannt. Ich weiß nicht, ob man da sterben kann. Auf jeden Fall bin ich wieder weggerannt und am Ende habe ich gemerkt, wie ich auch von der Druckwelle weggedrückt worden ist. Ich bin nicht den kompletten Weg selber hier. Gerade so ungefähr ab hier wurde ich dann ins Wasser geschleudert. Das habt ihr, glaube ich, im Video gar nicht mitgekriegt, aber das hat mich so ein bisschen weggedrückt und ich habe keine Lebenspunkte verloren. Das ist cool, aber wenigstens komme ich jetzt hier so an den Reflexbooster. Naja, hier gehen wir auf jeden Fall schon mal nicht mehr weiter. Sondern müssen hier... Ich sehe echt überhaupt nichts auf dem Scheißbildschirm, weil die Sonne so hell ist. Aber man sollte echt zum Zocken sagen können, so, Sonne jetzt aus. Naja. Wow. Okay. Jetzt geht's hier lang. Alter. Erschreckt mich nicht so. Geht hier auf einfach irgend so ein Scheißfenster auf. Und dann ist da ein Ventilenti hinter. Egal. Tür auf. Warum wackelt es hier eigentlich die ganze Zeit? Bin ich hier in einem Erdbebengebiet oder was? Oder das liegt daran, dass wir gerade das Rohr da kaputt gemacht haben. Jetzt explodiert überall was in Armekim. Immer noch kein Health Booster, Mann. Na egal, wir sind auf jeden Fall jetzt hier im neuen Gebiet. Wie sieht die Situation aus? Eldest Bishop scheint getroffen, eventuell sogar tot. Holiday ist mit dem Evac-Hubschrauber und dem verletzten Eldest Bishop weggeflogen. Wir sind noch hier. Und das ATC-Personal ist mittlerweile auch böse auf uns und ein als Gegner anzusehen, da sie wahrscheinlich Informationen vertuschen wollen, an die wir nicht kommen sollen. Naja. Und wir sind jetzt hier ganz tief in den tiefsten Eingeweiden des Armekim-Hauptquartiers und müssen uns jetzt wieder von unten nach oben rausschlachten. Das machen wir aber dann in der nächsten Folge. Ich verabschiede mich und wir sehen uns morgen wieder. Obwohl, nee, halt, stopp. Es sieht so aus. Es ist ja jetzt Freitag. Und an diesem Wochenende werde ich kein Video mehr hochladen, nur damit ihr es wisst. Denn ich bin am Wochenende nicht da. Jetzt am Wochenende, am Samstag, also morgen, ist die Syndicate, mein absolut Lieblings-Techno-Festival des Jahres. Die beste Techno-Party der Welt. Die härteste Nacht Deutschlands. In den Dortmunder Westfalenhallen, also falls ihr irgendwie auf Hardcore, Hardstyle und Hardtechno steht, könnt ihr da auch gerne hinkommen. Ich werde auf jeden Fall da sein und darum gibt es auch an diesem Wochenende kein Video von mir, denn Samstag, wie gesagt, Syndicate und Sonntag werde ich wahrscheinlich den kompletten Tag pennen, weil ich dann so fertig bin. Darum geht es dann erst ab Montag wieder weiter, nur damit ihr es wisst, ich verabschiede mich und wir sehen uns morgen wieder. Ciao, ich sag auch immer morgen, am Montag. Ciao, Leute.